ja so. Tobi? Wo sind Claudio und Tobi? Das sind sie auch nicht. Wer will die beste Klasse Deutschlands? Die! Hallo. Guten Morgen, liebe Klasse 7D. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ihr wollt die beste Klasse Deutschlands werden, richtig? Ja. Okay, seid ihr alle ready? Ja. Da ist auch schon der Bus, also alle in den Bus. Leute, ich habe auch eine kleine Challenge heute. Und zwar möchte ich den Team Spirit der 7D so richtig boosten. Ich möchte auf jeden Fall, dass sie das Studio richtig rocken. Und wenn da einer fragt, seid ihr bereit, dann ist die 7D am lautesten. Hoffentlich. Lasst uns starten. What you know about rolling down. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Sarah Shuttle. What you know about rolling down. Zu Ihrer Linken sehen Sie ein Gleis und zu Ihrer Rechten sehen Sie ganz viele Bäume. Eine schöne Fahrt noch. Wie heißt du denn? Whitney. Das ist aber ein cooler Name. Und du? Nala. Hi Nala. Warum glaubt ihr, werdet ihr die beste Klasse Deutschlands? Weil wir immer motiviert sind und zusammenhalten. Ziemlich gut. Wir sind eigentlich auch sehr lustig, finde ich. Und spontan. Wir sind Macher. Ihr seid ein Macher? Wir sind Macher. Ja, ja. Sicher. Team und so. Als Macher. Ja, immer. Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Wir haben mehrmals die Quiz-App gespielt. Mhm. Manche haben sich auch die Shows angeguckt und zu Hause auch selber sich Quiz erstellt. Wir haben lange und sorgfältig, finde ich, gelernt. Ja! Bist du auch überzeugt, dass ihr das schafft? Nee? Nee, eigentlich nicht so. Ach, Justus, komm. Mhm. Ja? Ja. Nochmal motiviert, ja? Ja, ja. Ja! Seid ihr bereit? Ja! Das will ich hören. Money don't jiggle, jiggle. Ich möchte aber gleich natürlich erstmal testen, ob sie wirklich so stark geübt haben. Das könnt ihr übrigens zu Hause auch. Ganz einfach die Kika-Quiz-App runterladen und dann zur besten Klasse Deutschlands. Dann könnt ihr während der Sendung live mitraten. Und wer zu Hause schon mal ein bisschen üben möchte, kann ganz einfach ins Quiz-Camp. Und das probieren wir jetzt erstmal aus. Okay. Stellen, seid ihr bereit? Ja! Sehr gut. Also, die berühmten Ringe des Planeten Saturn bestehen vorwiegend aus A. Edelgasen, B. flüssigen Stickstoff oder C. Eisbrocken. Wer kennt die Antwort? Echt? Wahnsinn. Ich glaube, das ist C. Eisbrocken. Und ich logge ein. Eisbrocken ist richtig. Sehr schön. Sehr gut. Was gibt es außer der berühmten Big Ben Glocke noch im Uhrenturm des Westminster Palasts? A. Musikschule, B. Taubenschlag oder C. Gefängniszelle? Wer weiß es? Go. C war Gefängniszelle, oder? Ja. Weil ich habe für Englisch, wir müssen ein Heft über London, Londoner Sehenswürdigkeiten machen. Und da gibt es die Kategorie Prison Room, also Gefängnisraum. Das war damals für so spezielle Leute und das wurde auch das letzte Mal 1880, wenn ich mich nicht irre, benutzt. Das stimmt. Das stimmt. Und das war eine Wahnsinnserklärung. Richtig beeindruckend. Oh mein Gott, ist ja verrückt hier. Also, stimmt. Clever ist die 7D auf jeden Fall, das steht außer Frage. Aber was gehört auch noch dazu? Jubel! Ein Freuderuf, ja. Richtig! Okay, eins, zwei, drei. Sieben! Sieben! Wer wird die beste Klasse Deutschlands? Die 7D! Und ihr seid? Macher! Das ist es, Leute, das ist meine 7D. Wer wird die beste Klasse Deutschlands? Die 7D! Was sind wir? Macher! Ich wünsche euch einmal ein herzlich willkommen hier beim Kika. Seid ihr alle motiviert? Ja! Sehr gut. Hattet ihr eine gute Fahrt hierher? Ja! Also ihr braucht nicht aufgeregt sein. Wir kriegen das zusammen hin. Ey, die können das ja alle. Ich will das auch können. Bring mir das bei. Also. I got my ticket for the long way round. Sieht man mich überhaupt? Hallo.
Marlene und Victoria. Und ihr beide tritt für die 7D an, richtig? Ja. Und ihr schafft das und rockt das? Ja, ich hoffe, also ich hoffe es. Ihr beide habt auf jeden Fall den Eindruck für mich vorhin auch schon im Bus gemacht, dass ihr extrem viel Wissen beherrscht. Ja. Sehr gut. Dann lass mal ins Studio gehen, oder? Ja. Okay. Treten Sie ein ins große Studio der besten Klasse Deutschlands. Ihr seht. Oh mein Gott. Krass, oder? Ja. Ist das nicht cool? Ja. Ultra cool, oder? Guck mal, als hättet ihr es gewusst, ihr seid auch noch Teamfarbe Pink. Ja. Ihr seid auch noch passend angezogen. Es passt perfekt. So, wie fühlt es sich so an? Aufregend? Ja. Ja, man fühlt sich so richtig prominent irgendwie. Prominent? Aber ihr seid nicht nervös wegen Kameras und so? Nein. Nee, damit habe ich kein Problem. Ich habe ein bisschen Angst vor den Fragen. Du hast Angst vor den Fragen? Aber so gut, wie ihr vorbereitet seid, passt das. Ihr schafft das. Immer das Erste, was dein Bauchgefühl dir sagt, nehmen. Weil alles andere ist so zerdenken. Ja, da muss man sich wieder. Vielleicht ist es ja Unterbewusstsein. Doch was. Ja, aber unterbewusst weißt du es meistens schon. Ja. Willst du mal buzzern? Ich? Ja. Oh, ist nichts passiert. Hoffentlich funktioniert das dann in der Sendung richtig. Viel Glück! Clari? Tobi? Wo sind Clari und Tobi? Wo sind sie? Guck. Ich hab die beiden gefunden. Sie werden jetzt hier gerade noch gerichtet. Hallo ihr beiden. Hi. Wie geht's euch denn so vor der Sendung? Gut. Ja? Ja, ich hab richtig Bock. Sehr gut. Und du? Ich hab auch richtig Bock, ich bin aber auch wirklich richtig aufgeregt. Wieso bist du aufgeregt? Naja, erste Folge. Erste Folge, neue Staffel und so weiter, da bin ich schon aufgeregt. Leute, ich hab eine Klasse. Ja. Und die ist so toll. Echt? Mhm. Aber ich muss ein bisschen was für sie rausschlagen. Einen Tipp. Nein, wir verraten nichts, das wäre super gemein gegenüber den anderen Klassen. Es geht doch nicht hier um irgendeine Klasse, so von weiß was ich wo. Es ist die beste Klasse Deutschlands. Und das ist die 7D. Meine Klasse ist die beste Klasse Deutschlands. Bis später. Tschüss. So, Mädels, jetzt ist euer Moment. Wie bei den Promis. Ja, ihr seid jetzt die Promis von die beste Klasse Deutschlands. Yippie. Das wäre cool. So, guck mal, wer da kommt. Die beiden kennt ihr doch, oder? Ja. Ja. Tagchen. Wie geht's? Gut, sehr gut. Ja? Freut euch jetzt hier zu sein? Ja, aber sehr aufgeregt. Ja? Skala von 1 bis 10. 10 ist sehr aufgeregt. Wie aufgeregt? 11. Wirklich? Seid ihr befreundet auch? Ja, wir sind beste Freunde. So wie wir. So wie wir. Toll. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Dreimal muss ich klopfen. Boah, dreimal bringt Glück. Zweimal bringt Unglück. Klar, das ist die allbekannte Sarah-Glück-Klopf-auf-Holz-Regel. Ja. Das hilft. Ich hoffe auch, das hilft. Danke, das tschüss. Es hilft, Leute, es hilft. Gib mir eine 7! Ja! Gib mir eine D! Ja! Wer wird die beste Klasse Deutschlands? Ja! Wer seid ihr? Mama! Ja, sehr laut. Im Sitz Dresden ist das richtig. Das ist komplett übergeschoben. Okay, und hier haben wir Buch. Also, das war sehr laut, hat aber nicht die 7D übertrumpft. Das ist meine Klasse, Leute. Guck mal, da ist die 7D da ganz oben und alle anderen ganz weit unten. So, Freunde der Sonne, wenn ihr wissen wollt, ob es die 7D ins Superfinale schafft, dann müsst ihr unbedingt morgen einschalten, 19.30 Uhr hier bei Kika. Und bis dahin könnt ihr einfach in der Quiz-App quizzen. Tschüss!